So, hallo, herzlich willkommen zurück zum Let's Play I'm going. Right von here. Mad Max. Nachdem ich hier wundervoll gestorben bin und ein kleines Dilemma war, muss ich hier halt jetzt nochmal reingucken. Macht aber nichts, kriegen wir alles hin. Diesmal werde ich in hoffentlich keine Falle reinlaufen. Hear that? Oh, shit. Habe ich zu spät gedrückt? Das ist finster. Hoho, wenn du dir so Ding in den Rücken. Das ist wirklich finster. So, jetzt will ich hier aber irgendwie durch. Und so, dass ich nicht sterbe. Oh, das ist aber schon tricky. Oh Gott, das ist tricky. Ha! Okay, und das bringt mir jetzt. Was genau? Oh shit, da war schon wieder so ein Ding. Hallo, guten Tag. Falsche Richtung, Max. Andere. Ja. So. Haben wir es doch. Meine Güte. Okay, das war jetzt nicht ganz so schön. Jetzt muss ich aber echt gucken, dass ich hier irgendwie mal was trinke. Damit unser Max hier ein bisschen fitter wieder wird. Aber immerhin hat er einer von den Fallen überlebt, ja. Tschüss. Hau rein. So. Kumpane müsste ja quasi hier gleich sein. Nimm es. Ach, fuck you, Max. Manchmal bist du ein echter Retard. Andere Richtung! Oh. Durchatmen. Vielleicht liegt ja hier auch mal irgendwas zur Essen. Oh, na, Wasser nehme ich auch. Wasser nehme ich definitiv auch. Immer her damit. Her mit der Suppe. I heard tell there's one who knows how to cook powder here. And if I was that one? I'd get you out of here. Are you him or not? Yes. Yes, I am. Seeing as you killed those two who fed me. They call me Blascap. Hail from the Bullet Farm. Okay. Hier. Raus mit dir. Get yourself to Jeet's lighthouse. They're waiting for you. Righto, I'm going now. Sehr gut. Haben doch halbwegs schön hingekriegt. Mit Betonung auf halbwegs schön. Nicht ganz so schön wie gewollt.
Warte mal, wo kam ich denn? Kam ich hier rein? Ja, ne? Heißt, ich müsste jetzt hier lang laufen, um nicht sofort zu sterben. Ah, hier ist die Falle. So, ins Gesicht. Oh, ist was zu essen. Sehr gut. Gib mir Dinky die Futter. Hoch. Ich randaliere in meiner Wohnung rum. Treibstoffschlucker Stufe 3. Das klingt ja sympathisch. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier auf dem Weg nach draußen nicht schon wieder auf irgendeine Falle treffen. Das wäre dann doch etwas ärgerlich, möchte ich meinen. Besonders, wie ich voll den umständlichen Weg gelaufen bin. What the fuck? Wirklich nicht schlau. So. Ich würde jetzt fast sagen, wir machen mal Schnellreise. Wo, hier ist noch Zeug. Gehen wir mal dahin. Weiß noch nicht. Ich muss jetzt hier erstmal rückwärts rausfahren. Before you let fly your deadly lead, let me say, I wish to thank you. You've rid this place of the roadkill thrall rustlers. A token. Let me show you this lovely little land of loot. Hoch. Ein Sklave ist dankbar, dass du die Sklaventreiber in der Höhle der Menschentreiber besiegt hast und erzählt dir von einem versteckten Vorrat. Beute! So, so. Finde den Vorrat. Der ist da drüben. Damit Clanky den nicht so weit laufen muss. So. Hui. Es liegt hier einfach so rum, okay. Nett. So, jetzt warten wir. Wir müssen mal gucken. Hier ist das Ding. Das hat reicht. Das kriege ich noch nicht gebacken. Wir müssen jetzt da drüben hin. Warte mal. Kann ich Schnellreise machen? Könnte ich, aber da war ich noch nicht. Heißt, ich muss jetzt erstmal zu Jeet. Bei Jeet könnte ich das eine Ding upgraden. Naja, dann gehen wir zu Jeet. Ja, klingt doch gut. Oh, speak of your growing legend now. This blood's a soul up. I'm coming after you. Bin gleich da, ich will nur kurz gucken. We know how to cook that powder. But we don't have the makings. We got coal, but sulfur? You gotta recon a source for that. And then, something that we can't mine. Salty peat. Gotta farm that. Frozen pissing on corpses. You gotta find sulfur and peat. No. I bring you the prisoner. You get me ammo. That's the deal. Take these! It's all I got. You need more, you get me more sulfur and peat.
Yazid benötigt mehr Salpeter und Schwefel, um seine Schießpulverherstellung auszuweiten und den Handel mit Gutgash aufzunehmen. Salpeter erhält man von verrotteten Leichen und Schwefel aus vulkanischen Schloten. Suche und markiere Quellen für beides. Ah ja. My scouts report two sites of battle that might have bodies. I'll mark anything I find with red flares. 2 von 4. Was haben wir noch? Ah, hier ist der Typ. Jeet wants to jaw with you. Almost relaxed. Something must be wrong. So, Max Missionsgürtel wird automatisch aufgefüllt, wenn er die Festung betritt. Das ist ja mal wunderschön. I like that. Was gibt's hier noch? Ölbrunnen. Der Magnum Opus wird automatisch aufgetankt, wenn du die Festung betrittst. Das ist ja cool. Festung verbessert. Echt? Ist da was verbessert? Diese Festung verbessert sich und wächst mit jeder errichteten Bauprojekt. Baue sie alle, um die Festung in all ihrer Pracht zu bewundern. Was hab ich davon? Genau. Nix. So, und dann lass uns mal wieder runtergurken. So, mein Magnum. Warum steht der hier vorne? Keiner weiß. Okay. Mein Erzengel. Genau, das brauche ich. Dafür muss ich da hin. Er gibt Sinn. Weg damit. Ksch, ksch. Herr Küschelilige. Oh. Oh. Was? Schulterschirm anstimmen, der Feinde rückwärts stolpern lässt. Ein Exekution mit Schroflinde? Nee. Sachen gibt's. Ich finde das gar nicht so schlecht mit der Konter. Aber ich will jetzt Max eigentlich nicht unbedingt verbessern, zumindest nicht, was das angeht. Ich könnte mir eine bessere Schrotflinte holen. Mehr Schaden. Ja, okay, nett. Oh, what? Mittlange Haare mit Bart. Lange Haare mit Bart. Ölflecken im Gesicht. Ich weiß nicht, was ich mit Ölflecken im Gesicht will. Der sieht gut aus, wie er aussieht. So, was haben wir noch? Munitionsgürtel. Erhöht die Menge der Munition und Messer, die im Inventar. Ja, ja, ja damit. Sehr gut. Nein! Max. Was haben wir noch? Handgelenkbandage. Bringe die erlittenen Schaden bei fehlgeschlagenen Parade um 10% über den Schaden von Konter und Entwaffnung. Mit dieser Rüstung kann ich besser parieren und mich wehren. Ja. Ja, bitte. Okay. Was haben wir noch? Klamotte. 20% weniger Schaden durch Faust- und Waffenangriffe. Ja, bitte. Unser Max ist richtig schön, ein Hottie. A little Hottie quasi. Komm, lass uns fahren. So. Also theoretisch muss ich jetzt darüber. Ich würde gerne erstmal hier hinfahren. Ja, das dauert schon lang genug. Dann muss ich da hochgucken, gucke, was da in der Gegend ist. Dann habe ich dort die Schnellreisemöglichkeit. Und dann ist erstmal alles gut. Hi. Hordes.
Ich könnte das Ding kurz rüberbringen, aber das bringt mir auch nicht wirklich was. Außer, dass ich dann dieses tolle Auto hier fahren könnte. Ach du Kacke. Okay, ja. Sand mag schon mal nicht so. Das ist ein kleiner Gummiflitzer. Whoops. So. So ein neues Fahrzeug läuft. Dann los. Jetzt aber wirklich. Oh, der ist eingestiegen und wollte mir hinterherfahren. Tja, blöd, dass ich so flott unterwegs bin, ne? Goodbye, my friend. Oh shit. Okay, dann fahre ich halt wirklich hier hin. Du kannst Stürme heil überstehen, indem du in verbündete Lager oder Festungen fährst oder dich in einem Sturm hineinwagen, um deine Kisten mit Superbeute aufzuschwören, die große Menge Schrott beinhalten. Okay. Achso. Da hinten. Oh. Ach, Scheiße. Okay. Superbeute? Hallo. Nein, Superbeute, bleib bei mir. Komm mit. Wo will ich denn da hin? Achso, sei Peter. Na gut.
Oh, Scheiß. Schon ordentlich Schrott, guckt euch das mal an. Ach du Scheiße. Okay. Ach du Kacke. Okay. Was für ein Lager? Ich sehe kein Lager. Meine Güte. Ach, das Lager. Hey, ich bin da. Wann haut denn der Sturm ab? Okay, Salpeter hätten wir. Ja, irgendwie möchte ich da hinkommen, aber irgendwie ist das ganz schön weit weg. Sonst dieser Sturm macht es nicht gerade leichter, dorthin zu kommen. Ich sehe ja auch einfach absolut nichts, ne? Also so nix. So gar nichts. Nix. Null. Scheiße. Warte. Ist dieser verdammte Sturm endlich mal vorbei? Müsste ich langsam mal rausgefahren sein. It needs repairs now. Oh. Ich glaube, das Lüftchen ist endlich vorbeigezogen. Meine Fresse. Meine Güte, also es war tough. Also man hat ja wirklich kaum was gesehen, aber ich habe immerhin eine Superbeute erhalten. Die ich aber wahrscheinlich auch nur aufgekriegt habe, weil mich das andere Auto angegriffen hat quasi. Protect what's theirs, tooth and nail.
Ihm geht's immer gut, wenn ich Sachen in die Luft jage. Bin schon wieder da. Schnitte, alle cute. Could forget that whimpering and the devious suckling face. Oh, dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Nothing else. I got cash. So pitch me, little man, before I make a blood sport of your driver here. He's no ordinary driver. This one, he was sent to me by the angel combustion herself. We parlay with the water gods here. We desire to make way to the dead baron. My sanctum is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. Please, this car needs healing. She does. And strengthening. Yes, and if you let us stay here and rebuild, then I offer to you these. Hands of a Blackfinger. Yes. You'll have one chance for me. Oh, thanks. Thanks, B. Yes. Okay. Keep your hands where I can see them. Keep the deviant Blackfinger leashed. No need any of his perversions on my ship. Gatges Festung. I need welding wire to do my work. Make do for now. I'll find you welding wire. Kleiner Vorrat. Sammle einen kleinen Vorrat Schrott, um zum Wachstum der Festung beizutragen. Besonders kleiner Vorrat. 500! Na gut, jetzt sind wir nett und freundlich. Diese ordentliche Menge Schrott hat zum Wachstum der Festung beigetragen. Sehr schön. Und hier musst du die Sachen wahrscheinlich wieder finden. Zumindest sieht es so aus. Ja, irgendwelche Teile einsammeln. Kann sich hier bestimmt noch ein bisschen umgucken. Ah ja. Kann ich denn jetzt den Check überhaupt einbauen? Das Babygitter. Installiert. So. Fertig. So. Du musst eventuell einige installierte Verbesserungen im Magnus abrüsten, um den Jack zu bauen. Huch, da ist eine Schnitte drin. Da ist eine sexy Schnitte drin. Einige abrüsten. Ach so. Warte mal, F. Was steht denn hier? Hier steht. Enter, bauen. Ja, bitte.
So, Jack ist gebaut. Läuft. So, Schambucket nennt ihn den Jack und für mich kommt das Ding dem Gefährtes. Ich brauche einen Schritt näher. Gaston bleibt unser Ziel, doch noch sind wir nicht bereit, dorthin aufzubrechen. Magnum Opus, consecrated corpus of the angel combustion. Your guise is now that of the Jack. Complete, radiant, deadly, and ready for anything. It won't be complete until we get the V8 from Gastown. Indeed. Indeed, yeah. And maybe, maybe, not even then. Das ist über mir, ne? Ich muss mit ihm quatschen. Die nächste Hauptmission ist gesperrt. Sprich mit dem Missionsgeber, um die Voraussetzungen zum Freischalten zu sehen. Gregor Hill. Please! 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 The child. It's the burning sickness. Ben, give it to me, quickly. Come on. Just let me heal her pain, please. Don't mess around with that stuff. Don't touch the merchandise. Ha, genau so, dass sie rankommt, sind. Eine neue Biografie. Uiuiui. Oh, ein Artefakt, das können wir hier gleich mal einstecken. What on earth is this thing? Was zur Hölle ist das? Ein Motorrad sieht man doch. Wenigstens kann ich mir bei euch hier ein bisschen Schrott schnorren, nachdem ich euch 500 Schrott gegeben habe. Ja, 500! Verkackt nochmal 500! Baue ein Werkbank, die Max Munitionsgerät kostenlos öffnen kann. Ach, da muss ich eine Quest für machen. I understand. Das ist hier eine Spähkuh. Okay. Max muss sich erst beweisen, um sich gut ganz vertrauend. Gut Geld Vertrauen zu verdienen. Pausing. Löse ein Lager in Gadgesh Hochheitsgebiet auf und erreiche den legendären Tagsexe. Das habe ich schon. Heißt, ich muss noch ein Lager. Ich muss mein Lager schnappen. Okay. Ja gut, das wird ein bisschen tricky. Kriegen wir hin. Kein Problem. Immerhin haben wir ja erst den Jack. Da kann ich auch noch was dran basteln. Schon genauso teuer. 1000! Ihr habt doch den Pops offen, Freunde. Den Pops aber so weit offen. Meine Güte. So, okay. Was haben wir denn hier? Wir haben hier was in der Nähe. Da fahren wir jetzt direkt hin. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich sie nicht erwische, wenn ich hier runter floppe. Oh Gott. Steig einfach raus, Max. As you wish. But hurry back. This place is prime pickings for raiders, vultures, scavengers, murderers. Don't slay me. I carry no weight. I come from the north. Looked for shelter with Gutgash tribe. Was turned away. Better off. Here's something big is coming. Something destructo grand. Warlord Stinky Gummo is gonna bring the kill to them. Okay. Na gut, zu mir waren sie ja auch nicht sehr freundlich bisher.